Und der Till bringt sein dickes, fettes Stativ mit, sehe ich gerade. Leute, maximal geflogen. Mal ein bisschen Ruhe ein. Ich habe mir mal einen Radler gegönnt hier. Den halben Vorrat an Guinness weggeballert. Ich habe ein Häppchen Kaffee getrunken. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Hi. Ja Leute, wir sind auf dem Weg ins Eifel-Vloggerhaus und hier wollen wir auch den Vlog vom ersten Tag beginnen. Wir haben heute Donnerstag und reisen, wir haben ja die kleinste Anreise mit 150 Kilometern. Die anderen, die haben ein bisschen länger zu fahren. Und wir fahren schon mal, sondieren schon mal die Gegend ums Vlogger Eifelhaus und sind wir jetzt mal ganz kurz hier auf der A60 rausgefahren. Deshalb könnte es sein, dass hier noch so ein bisschen Autolärm im Hintergrund ist, aber ich hoffe, das geht einigermaßen. Von hier aus haben wir jetzt noch 50 Kilometer und dann gucken wir mal, was alles da so in der Gegend, was wir da alles machen können. Ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich eher viel grillen und rumsitzen und vielleicht auch mal ein bisschen spazieren werden. Vielleicht mal nach Neuernburg, vielleicht mal nach Luxemburg, beziehungsweise nach Vianden. Einfach chillen, genau. Ganz relaxed, 2,5 Tage. Ich kann leider nicht bis Sonntag bleiben, sondern nur bis Samstagabend, weil ich arbeiten muss. Aber 2,5 Tage werden wir uns mit Vloggern und Kameras und Drohnen bewaffnen und die Eifel unsicher machen. So, und da nehmen wir euch mit hin. Und wir gucken mal, wie wir den Vlog hier strukturieren, wie viele Teile es gibt. Das wird auf jeden Fall Teil 1 werden und einen zweiten oder dritten gibt es dann vielleicht auch noch. Also, bis später im Vloggerhaus. Ein ganz kurzer Stopp, 3 Kilometer vorm Ziel, aber wir mussten mal kurz anhalten, weil hier ist schon Eifel pur angesagt. Ja, ne? Ist wunderschön. Ich drehe mich mal für euch, so einmal rum. Ja Leute, Eifel pur. Und es ist ein bisschen windig heute, deshalb wird es vielleicht ein bisschen problematisch, die Drohne fliegen zu lassen. Aber hier oben komme ich auf jeden Fall noch mal hin, weil hier hat man ja Platz ohne Ende und hier darf man auch fliegen. Ach, herrlich, oder? Hier so eine Bank da unter Bäumen und was will man mehr, Leute? Und da vorne, irgendwo da hinten, ich glaube in die Richtung, da ist Zweifelscheid und da fahren wir jetzt hin.
gerade mal nach 800 Kilometern mit einer Pause zwischendurch. Ne? Naja, einer sehr langen Pause. Einer sehr langen Pause. Da bist du durchgefahren eben? Oder hast du zwischendurch eine Pause gemacht? Na, ich habe gestern halt in Dings Pause gemacht, in Stuttgart. Gestern 500 Kilometer, heute 300 Kilometer. Ja, wir sind dann jetzt hier auch angekommen am Haus in Engelsdorf, Ferienhaus. Ich nehme euch natürlich gleich mit auf eine Roomtour rein. Alles hier kommen wir rein, Eingang in das wunderbare Ferienhaus. Dann haben wir uns direkt mal hier in der Suite Brömm eingerichtet. Wenn ich jetzt hier reinkomme. Dann gibt es einen irischen Putzfrau, sie macht alles hier. Wir haben hier ein irisches Zimmermädchen. Haben wir extra bestellt für die 2,5 Tage. Das Wichtigste ist hier die Babywiege, wo die Kameras und die Drohnen drin liegen. So sind wir im Badezimmer drin, mit einer begehbaren Dusche. Das Wichtigste, der Getränkekühlschrank. Im Moment noch spärlich gefüllt, aber da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rein. Küche. Ja, im Eifler Landhausstil. Und ein riesen Wohnzimmer. Da kann ich mich mal drehen, auch hier schön mit alten Wänden, Kamin. Bevor die anderen kommen, zeige ich euch mal die obere Etage, die anderen Zimmer. Weil hier sind insgesamt, wie viele, 9 Zimmer? 9 Zimmer mit 27 Betten oder sowas. Also hier kann man schon mit einer riesen Gruppe nächtigen. Suite Utscheid, auch einmal ganz kurz drehen. Ah, das ist sehr schön. Da hinten geht es nochmal die Treppe hoch. Hier hängt der Router, eine Fritzbox, ist schon mal gut. Ah, hier oben sieht es auch ganz nett aus. Also ich würde sagen, da haben wir alles, was wir brauchen. Das war's, dann zeige ich euch vielleicht noch das Haus von außen einmal ganz kurz. So, da sind wir von außen, da seht ihr schon mal die erste große Terrasse, wo wir wunderbar an einem riesen Tisch sitzen können mit diesen Menge Leuten. Dann laufe ich einfach mal mit euch ums Haus rum. Oh, Holz gibt's hier für den Kamin oder unser Feuer. Tata, das war's, würde ich sagen. Hinten direkt, da stehen unsere Steaks schon mal rum. Und dann wollen wir mal schauen. So, jetzt kehrt mal so ein bisschen Ruhe ein. Das erste Radler ist am Start. Der Johannes ist ja kurz mal zum Rewe-Markt gefahren. Die irische Lady macht einen kleinen Mittagsschlaf. Der Frankie gönnt sich das Radler hier und wartet auf die anderen. Hält die Stellung und guckt ein bisschen auf dem iPad. Da ist nämlich heute die neue EOS R6 vorgestellt worden. Eine ziemlich interessante Kamera von Canon, die 4K 60 kann und 4K 120. Ist Vollformat, könnte ich aber mal drüber nachdenken, ob ich mir vielleicht sowas mal anschaffe. Obwohl meine Lieblingskamera hier, die EOS M50, ist immer noch die beste. Hinten ist übrigens ein Lost Place, habe ich gesehen. Weiß ich, weil hinter dem Auto bin ich gestern hergefahren. So Leute, da kommt der nächste Mitstreiter. Gerade noch ein Hamburg St. Pauli Reaper Bahn Bier Golden Ale vom Johannes gespendet in der Hand. Hab ich nur gekauft, weil der blonde Frau drauf war. Ja. Ich pack das aber jetzt mal in den Freezer und dann gucken wir mal, was der Mensch mit dem Telekom T-Shirt da hinten so macht. Hi. Na? Und er hat eine Kamera in der Hand. Grüß dich. Alles gut? Ja. Sag mal, was Schlaues. Hi. Alles gut? Ja. Selbst? Lange gefahren, ja? Ja, 5 Stunden. So. Stau. Hello, everybody. Stunden. Und da sind die Nächsten eingetroffen. Die Angie ist schon in der Küche mit der irischen Lady am Schwätzen und der Till bringt sein dickes, fettes Stativ mit, sehe ich gerade. Man weiß nie, wofür man es braucht. Aber ganz schmal, im ganz schmalen Bereich. Da ist er, der Till. Hi, hi.
Flogger grillen, ne? Angie hat Handkäse mit Musik mitgebracht. Leider kein Appleboy, aber Handkäse mit Musik. Und die irische Lady ist jetzt mal hessischen Handkäse, hessische Handkäse mit Musik. Und ich bin total happy. Hammer. Ihr seht im Hintergrund, ne, da sitzen sie alle. Also fehlen natürlich noch, weil Stefan fehlt noch und der Murat fehlt noch. Murat kommt morgen, Stefan ist auf dem Weg. Wir haben jetzt richtig gut gegessen und ja, auch mal das ein oder andere Bierchen schon getrunken. Aber wir haben uns natürlich überlegt, beziehungsweise Till und ich haben uns überlegt, dass wir auf jeden Fall noch da oben auf den Berg fahren und zur goldenen Stunde mit der Mavic Air 2 fliegen und dann mal schauen, ob wir da nicht ein paar schönen epischen Sonnenuntergang, ein paar schöne epische Drohnenaufnahmen hinbekommen. Das werden wir dann sehen. Und ihr werdet es auch sehen, dann würde das nämlich jetzt gleich hier in den Vlog kommen. Jetzt setze ich mich erstmal wieder gemütlich hin und dann reden wir mal über Gott, die Welt und YouTube und trinken noch ein kleines Radler erstmal. Da ist der Stefan aus der Schweiz gerade gekommen. Ja, das ist schön. Ja, komm her. Ich bin schon heute auf die Schnauze gefallen. So, Leute. Ihr seht schon im Hintergrund, das sieht schon mal maximal aus. Und der Till sagt dasselbe gerade in seine Kamera. Die gute Mavic Air ist noch verpackt auf dem Boden, aber wir werden jetzt mal in diese Richtung da fliegen und mal einen richtig schönen Sonnenuntergang einfangen und damit dann auch wahrscheinlich das Video für heute beenden. Maximal geflogen und ich glaube, das hat sich echt gelohnt. Wir haben ein paar richtig gute Aufnahmen im Kasten. Einen Akku verballert, aber dabei lassen wir es auch für heute. Aber schaut euch mal den Sonnenuntergang an. Ich glaube fast, wenn es morgen wieder sowas gibt, dann könnte man hier auch mal eine schöne Timelapse oder sowas machen. Ne? Also das sieht schon echt extrem gut aus. Ja, wie auch immer, ich weiß nicht, ob noch was kommt, vielleicht noch ein bisschen unten bisschen Community-Quatsch, aber wenn nicht, dann beende ich den ersten Tag jetzt hier mal zusammen mit Till. Komm mal her.
Schön mit Sonnenuntergang zwischen zwei. Also wirklich mega geil. Wie gesagt, Leute, wenn es gefallen hat, liken, abonnieren. Der übliche Kram. Erster Teil, Vlogger, Eifel, Sommerhaus. Daumen nach oben. Auf jeden Fall. Bis morgen. Ciao. In der Zeit, wo wir ein bisschen hart gearbeitet haben mit den Drohnen, haben die hier schon den halben Vorrat an Guinness weggeballert. Jetzt haben wir das erste aufgemacht, weil das schon der halbe Vorrat war. Ja, das ist, was die Natur so zustande bringt. Okay. Das Launcher. Das Taktik, so kann er mehr. Oder so mit dem Schiff. Ja, ich habe ja gesagt, nach diesen epischen Drohnenshots geht es eigentlich noch besser, aber das ist natürlich nochmal der Höhepunkt. Ne? Was ist bloß passiert? Mein alter Freund, ich hab's nie kapiert, tief verletzt, ausgeträumt. Und du kannst alles haben, nimm den ganzen Scheiß. Was wieder?